Für einen Flug darf ein Koffer rund 23 Kilo haben. Deswegen muss sein Material zwar leicht sein, aber trotzdem robust. Wir wollten wissen, sind Markenkoffer wirklich besser und was hält eigentlich so ein Gepäckstück alles aus? 2014 sind 3,3 Milliarden Fluggäste und damit mindestens auch 3 Milliarden Koffer durch die Welt geflogen. An einem Flughafen wie München wuchten die Lademitarbeiter etwa 500 Gepäckstücke am Tag. Deshalb muss es extrem leicht sein. Wie viel müssen wir mindestens für einen guten Koffer ausgeben? Und worauf sollten wir beim Kauf achten? Wir haben 4 Modelle in verschiedenen Preisklassen besorgt und zeigen die Unterschiede. Bei den Rollen gilt, 4 sind besser als 2, weil der Koffer dann stabiler steht. Bei unserem Billigkoffer sind die Rollen sehr klein und können deshalb leicht hängen bleiben. Auch sind sie aus Plastik. Die beiden teuren Koffer haben dagegen Rollen aus Hartgummi. Die sind nicht nur größer und robuster, sondern auch leiser. Auch ein Blick auf den Griff lohnt sich. Der sollte auf jeden Fall gut in der Hand liegen. Und sich bequem ein- und auch wieder ausfahren lassen. Der Teleskopgriff darf auch nicht zu kurz sein, damit der Koffer nicht in die Hacken schlägt, so wie bei unserem billigen Modell. Optimal ist ein Griff ab einer Länge von etwa 35 cm. Nicht nur von außen, sondern auch innen muss die Qualität stimmen. Deshalb den Koffer unbedingt mal öffnen. Er darf nicht unangenehm chemisch riechen. Eventuell ein Hinweis auf Schadstoffe. Und die Nähte sollten gut verarbeitet sein. Hier ist der Billigkoffer für 60 Euro glatt durchgefallen. Wer in die USA reist, muss seinen Koffer entweder unverschlossen lassen oder braucht ein TSA-Schloss. Das steht für Transportation Security Administration. Dieses kann der US-Sicherheitsdienst mit einem Generalschlüssel öffnen. Alle anderen werden unter Umständen geknackt. Inzwischen nutzen auch Behörden europäischer Länder die Vorteile dieses Schlosses. Fazit: Der Koffer für 150 Euro schneidet in allen Kategorien gut ab und ist trotzdem nicht zu teuer. 150 Euro sollte man also mindestens investieren. Doch wie werden die ultraleichten Koffer produziert? Wir lüften das Geheimnis eines Hightech-Modells. Der Koffer ist aus einem einzigartigen Material, Curve. Leichter und robuster geht's nicht. Die Geschichte unseres Koffers beginnt in einer Chemiefabrik im nordrhein-westfälischen Gronau. Und zwar mit diesen kleinen Kügelchen, Polypropylen. Ein Kunststoff auf Basis von Kohlenwasserstoff. Die winzigen Kügelchen werden zunächst eingeschmolzen und als hauchdünne Kunststofffolie in einem Wasserbad abgekühlt. Diese Folie ist die wichtigste Zutat für unseren Koffer. Eine Maschine schneidet die abgekühlte Kunststofffolie in schmale Streifen. Um die Fäden strapazierfähig zu machen, werden sie auf einer über 100 Meter langen Strecke gedehnt und laufen auf diese Monsterrolle. Über 110.000 Meter Garn passen hier drauf. An dieser Webmaschine wird das Kunststoffgarn dann verwoben. So entsteht eine Art Kunststoffteppich. Das Webverfahren erinnert an die Machart aus dem 16. Jahrhundert. Mit der Postkutsche im 16. Jahrhundert wird die Reisetruhe leichter. Jetzt, da sie nicht mehr Wind und Regen trotzen muss, werden andere Materialien verwendet. Die ersten Truhen aus Weidengeflecht entstehen. Die Bezeichnung Koffer geht übrigens auf diese Zeit zurück. Das Wort leitet sich aus dem lateinischen Cofinus ab, was Weidenkorb bedeutet. Das Flechten hat sich bewährt und inspiriert die moderne Produktion bis heute. Als nächstes wird der Kunststoffteppich mit Folie verklebt, wie bei einem Sandwich. Viele dieser Sandwichlagen laufen hier zusammen und fahren durch diese Maschine. Reinschauen können wir leider nicht. Heraus kommen die fertig gepressten Kunststoffplatten. Das Material Curve ist weltweit einzigartig. Die Platten sind extra leicht und gerade einmal 1,1 mm dick. Trotzdem sind sie extrem robust. Aus diesem Material entsteht unser Ultraleichtkoffer. Und dafür gehen die Curve-Platten auf Reisen. Solche Hightech-Materialien gab es früher nicht. Die Geschichte des Koffers ist untrennbar an die Entwicklung der Verkehrsmittel geknüpft.
Als im 19. Jahrhundert die Eisenbahn aufkommt, brauchen die Reisenden kompakteres Gepäck. Durch den Griff ist der Koffer zwar praktischer als die Truhe, aber immer noch viel zu schwer. Das liegt am gewichtigen Holzkern. Langfristig also keine Lösung. Der gelernte Koffermacher Louis Vuitton erkennt Mitte des 19. Jahrhunderts die veränderten Bedürfnisse der wohlhabenden Gesellschaft. Ein leichteres Reisegepäck muss her. Der französische Unternehmer behauptet sich gegen seine Konkurrenten und wird mit seinem neuartigen Gepäck weltberühmt. Louis Vuitton setzt dabei auf leichtes Leinen, lackiert mit Wachs. Und er legt großen Wert auf den modischen Stil seiner Gepäckstücke. Bald gelten die Koffer international als Statussymbol. Heute sind vor allem leichte Kunststoffkoffer gefragt. Wir sind beim Weltmarktführer für Reisegepäck in Belgien. In diesen Hallen befindet sich die größte Produktionsstätte von Samsonite für den europäischen Markt. Hier bekommen die Kunststofflagen für unseren Spezialkoffer ihre Form. Eine Art Ofen erhitzt sie auf 190 Grad. Dadurch lässt sich das ultraleichte Material in Form pressen. Etwa 110 Tonnen üben ordentlich Druck auf die Curveplatten aus. Heraus kommt eine Schale, die schon ein bisschen nach Koffer aussieht. Ein Hochleistungslaser schneidet jetzt die Löcher für Rollen und Griffe in die Schale. Anschließend wird die Plastikschale mit dem dazugehörigen schwarzen Rahmen verklebt. Diese filigrane Arbeit übernimmt ein Roboter. Menschenhände fügen dann zusammen, was zusammengehört. Fertig ist der Koffer aber noch nicht. Es fehlen noch wichtige Details. Im 19. Jahrhundert ist die Kofferherstellung noch echtes Handwerk. Erst die Entwicklung des Passagierflugzeugs im 20. Jahrhundert macht den Koffer zum Massenprodukt. Denn der Reiseverkehr nimmt rasant zu. Doch auch heute funktioniert nicht alles maschinell. Die Details schrauben Mitarbeiter noch per Hand an. Am Fließband bekommt unser Koffer seine Rollen und seinen Griff. Auch das Innenfutter wird bis heute manuell angebracht. Mit rund 3 Kilogramm ist unser Koffer für seine Größe ziemlich leicht. Diese Qualität hat ihren Preis. Satte 400 Euro kostet das gute Stück später im Handel. Allein von unserem Modell laufen hier täglich rund 300 Exemplare vom Band und reisen dann durch die große, weite Welt. Wir nehmen uns einen Koffer mit. Den erwarten später noch so einige Härtetests. Bevor es für ein Gepäckstück auf Reisen geht, muss es erstmal durch die Gepäckkontrolle. Und da gibt's einiges zu beachten. Der große Reisekoffer darf durchschnittlich nicht mehr als 23 Kilogramm wiegen. Aus Rücksicht auf die Lademitarbeiter. Beim Handgepäck gelten noch strengere Regeln. Was jeder weiß, scharfe Gegenstände und auch Flüssigkeiten über 100 Milliliter pro Behälter sind verboten. Was viele aber nicht wissen, als sogenannte Liquids gelten auch Lippenstifte oder eben das heiß geliebte Leberwurstbrot. Auch das muss der Passagier bei der Sicherheitskontrolle im Müll entsorgen. Und Vorsicht bei der Wortwahl. Die Bombe ist eh im großen Koffer. Moment mal, was soll das? Solche Witze besser nicht laut sagen. Denn das Sicherheitspersonal muss, Witz oder nicht, im schlimmsten Fall den Flughafen evakuieren. Und das kostet den Witzbold richtig Geld. In Singapur gab es schon Strafzahlungen von bis zu 100.000 Euro. Hat der Koffer es erstmal durch die Kontrolle geschafft, geht seine Reise über viele Bänder und Wagen. Immer wieder fällt er, wird herumgeschubst und geworfen. Kurz gesagt, bis er im Flugzeugbauch ankommt, macht so ein Koffer ganz schön was mit. Hier zahlt sich Qualität aus. Wir wollen wissen, wie widerstandsfähig ist unser Markenkoffer für 400 Euro? Kann er unser Hab und Gut auch im Extremfall schützen? Angeblich ist er nämlich nicht nur ultraleicht, sondern auch super robust. Das wollen wir testen und fangen mit einer Alltagssituation an. Der Koffer fällt die Treppe runter. Für unseren Alltagshelden kein Problem.
nur ein paar Schrammen. Nächstes Level, der Koffer fällt ungebremst aus 3 Metern Höhe. Immer noch alles dran, sogar die Rollen. Doch wie sieht's beim Packen aus? Wir quetschen ordentlich und passen kurz nicht auf. Ein Handtuch hängt noch aus. Einmal zu fest gedrückt und das Verschlusssystem kapituliert. Die feinen Lamellen an der Innenseite verbiegen sich und greifen nicht mehr richtig in den Rahmen. Unser Koffer ist kaum noch zuzukriegen. Kaputt ist er aber noch lange nicht. Also schwerere Geschütze. Was passiert, wenn der Koffer vom Gepäckwagen fällt? Wir simulieren die Situation und lassen ihn bei Tempo 40 aus dem Auto fliegen. Und wie sieht's aus? Ein paar tiefere Kerben und Kratzer. Aber ansonsten geht's zumindest dem Inhalt unseres Koffers immer noch gut. Wir wollen wissen, wo die Grenze ist. Und fahren drüber. Gegen unseren 2-Tonner hat dann auch der stabilste Markenkoffer keine Chance mehr. Bis dahin hat unser Koffer aber gut durchgehalten. Respekt!